Ja, in Ostdeutschland, in der Schule, hat die Lehrerin gesagt: Kinder, demnächst kommt also der Schulinspektor und ihr wisst ganz genau, wann der Inspektor kommt, der möchte unbedingt für euch ein kleines Gedicht hören. Wer war es uns? Na, der Franzl zeigt gleich hinten auf. Ja, Franzl, was war's denn? Ja, sagt er, unser Kotz hat Katzel gekriegt, sieben an der Zahl, sechs sind gleich Kommunisten geworden und eins war nicht normal. Ja, die Frau Lehrerin war natürlich entzückt über so ein schönes Gedicht, nicht? Sagt, Franzl, das war super, und wenn der Inspektor kommt, ist er zu dem. Na, der Schulinspektor kommt noch 14 Tage, hat uns ein wenig kontrolliert und dann sagt die Lehrerin, nun Franzl, kannst du das Gedicht noch einmal aufsagen? Ja, freilich. Ja, so erzählt er. Unser Kotz hat Katerl gekriegt, sieben an der Zahl, sechs sind gleich nach dem Westen geflüchtet und eins war nicht normal. Die Lehrerin komplett narrisch geworden. Das kann doch nicht sein. Ach, so ein Blödsinn erzählen jetzt, wenn der Schulinspektor da ist. Du gehst jetzt mit mir zum Direktor. Na gut, jetzt gehen wir zum Direktor. Die Lehrerin beschwert sich, hat dann die Geschichte erzählt vom Buben, dass er so ein Blödsinn erzählt hat. Franzl hat es gesagt, wieso kannst du das zweite Mal so ein Blödsinn erzählen? Da sagt der Frau Lehrerin, vor einer Woche, da haben wir die Katzen noch nicht gesehen.